Hallo und willkommen zu einem weiteren Part unseres Let's Play Apes Odyssey. Ich begrüße euch. Ja, falls ihr euch erinnern könnt, haben wir im letzten Part einmal mehr eine Secret Area gefunden, wahrscheinlich mit weiteren Mudokens, die wir befreien sollten. Allerdings gab es da ein kleines Problem in Form eines, eines Hundes, der nicht unbedingt wie ein Hund aussah, aber sich sehr stark wie einer verhielt. Und Abe war wohl offenbar der Postbote, dem der Hund nicht unbedingt wohlgesonnen war. Ja, ich würde sagen, ich werde mir diese Area nochmal kurz ansehen, nochmal kurz reingehen. Und sollte das nicht klappen, dann werde ich ganz normal hier weiterspielen. Das habe ich auch irgendwo in einem Kommentar schon geschrieben, dass ich in Zukunft das Ganze nicht hier 20, 30 Mal versuchen werde, sondern vielleicht nach dem regulären Let's Play, also nach Beendigung, die ganzen verschiedenen Areale nochmal aufsuche. Ich habe hier meine Checkpoints und dass ich die euch dann irgendwie nochmal so als Special Parts irgendwie zeige. Ja, genug gelabert, weiter geht's mit Abe und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, genau, was hatten wir hier? Ach, ja, genau, da war doch was. Und jetzt macht natürlich auch diese Botschaft da unten Sinn. Ich zeige euch das nochmal kurz. Slog macht Rums. Ja. Wo ich noch verwirrt war, bei der letzten Aufnahme, macht das jetzt wirklich Sinn? Denn ich nehme an, diese Hunddinger heißen Slog. Ja, macht ja auch Sinn, denn die großen Dinger heißen Slicks und das sind wahrscheinlich Slogs. Von daher, ja, macht das durchaus Sinn. So, und jetzt auch wirklich weiter hier. Hier mussten wir diesen Slog, glaube ich, anlocken. Genau. Oh Gott, ja. Hallo, Hündchen. Hündchen. Ah, Hündchen. Hündchen, Hündchen. Okay. Das funktioniert ja schon mal ganz gut. So, und ich glaube, nach dem Bildschirm hier war ja, glaube ich, auch die Secret-Dingens. Die geheime Einrichtung, beziehungsweise hier unten, glaube ich, war das, ne? Wo wieder so verdammte Vögel rumfliegen. Ich hoffe, die killen mich nicht wieder. Haut ab! Ich habe euch nichts getan. Ja, genau, hier war das. So, da war doch, genau, da war doch gleich mal ein Slog hinter uns her. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein und laufen um unser Leben. Also zumindest in der Theorie, ne? Wie das praktisch aussieht, das ist eine andere Frage. Okay, Abe, lauf! Oh Gott! Wohin? Nein, 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 nein! Oh Gott! Au! Ja. Es wäre ja auch zu schön, wenn etwas mal auf den ersten Versuch klappen könnte. Auch wenn man vielleicht das Areal nicht kennt. Aber nein, das ist natürlich nicht möglich. Gosh, dang it. Gut, das Ganze nochmal. Hündchen! Au! Okay, ups, ja, das kennen wir alles schon. Wie gesagt, ich gucke mir das jetzt schon nochmal an. Oh, das sah nämlich nicht so schwierig aus. So, Vögel, geht weg. Alles klar. Nein, nein, dazu sage ich jetzt mal gar nichts. Seriously. Gott. Ja, komm. Ich kann ja auch hier unten stehen bleiben, ne? Ja. Gut. Ganz ehrlich, ich meine, die Slicks verstehe ich noch, ich verstehe die Vögel noch, aber warum. Ich verstehe die Slogs noch, aber Vögel? Verdammte Vögel? Seriously? Ja, erstmal warten. Geht weg. So. Oh Mann. Das fängt schon wieder gut an hier. So. Lauf. So, und wo war jetzt das Ding? War das jetzt hier gleich zum Anhängen? Ja. Kann ich dich kontrollieren? Oh shit, ihr seid offenbar nicht zu kontrollieren. Das macht die Sache. Wie die auch ranhüpfen, ich glaub's ja nicht. Also so an Kanten hängen und so, das ist glaube ich da auch nicht so unbedingt vom Vorteil. What the hell? Oh, okay, da sind wir.
Ja, wir retten Wilson. Das war Wilson. Einfach, weil ich so sage. So. Wait a moment. War da echt... War da nur einer? Ehrlich? Ich dachte, ich hätte zwei... Oder hat der Slog einen gekillt? Das kann natürlich auch sein. Ich dachte, da wären zwei gewesen. Oh-oh. Ja, ich glaube, wir sollten wieder laufen, laufen, laufen. Ah! Ah! Oh. Wie das Vieh auch noch versucht hat, nachzuspringen. Oh, okay. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob da zwei drin waren oder ob es nur einer war. Aber jedenfalls haben wir Wilson gerettet. Ich bin stolz auf mich. So, mehr oder weniger. So. Gut, dann können wir eigentlich jetzt auch schon weitergehen. Und mal gucken, was sich hier hinter Tür 3 befindet. That's me no likey. No. No, 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 no. Dammit. Ja, ich glaube irgendwie nicht, dass ich da vorbeikomme. Aber wie treffe ich, wie treffe ich hier die Bombe? Das ist mir gerade echt ein Rätsel. Ja, meine Katze dreht auch gerade wieder am Rad. Sehr schön. Kira, alles fein. So, okay. Ich kann halt echt nur versuchen hier irgendwie die Bombe zu treffen. Ja, okay, das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Oh, Jesus. Also die Dinger machen mir richtig ja, Angst, ihr wisst schon, was ich meine. Die Slicks, ja gut, die sind auch so halbwegs berechenbar, aber die Dinger... Oh Gott, und da war da... Wo waren jetzt hier? Oh Gott, sehr schön. Gott sei Dank. Kann ich hier... Scheiße. Wie mache ich denn das jetzt? Moment mal. Hallo. Okay, er ist wach. Komm doch! Ja, 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 komm, 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 Hündchen! Komm! Gott, dang it! Okay, der hellste bist du nicht. Aus deinem. Oh nein! Ich glaube, ich komme da nicht rüber! Das sind ja vier! Ich glaube, da werde ich ohne Steine nicht rüberkommen. Gott! Ja, ich kann, ich kann versuchen zu sprinten und... Ja, das hat gut geklappt. Ah, das heißt, ich brauche hier Steine. Verdammt nochmal. Wie viele Steine habe ich denn jetzt? Ich weiß nicht. Ja, okay. Gut, dann holen wir uns 3 neue. Da funktioniert aber wieder gar nichts heute. So. Ich frage mich, ob ich den irgendwie umgehen kann. Nee. Kann ich nicht. Hallo. 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 Au. So, sind die Steine jetzt noch hier? Ich dachte letztens, im letzten Part hätte ich die verloren. Okay, habe ich noch. Nein, aber das ist nicht, nein, das ist nicht gut, das ist nicht gut, ich brauche da nochmal 3. Seriously? Gib mir Steine, ich will Steine, danke. So. Okay, dann versuchen wir das Ganze nochmal.
Gott! Die Dinger! Seriously! Autsch! So. Oh, oh, der ist jetzt schon wach. Ach ja, weil ich nicht ja, vergessen habe zu schleichen, aber das ist ja auch völlig egal! Ja, 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 ja. Sorry für diesen Ausbruch. Oh mein Gott! So, okay, über die eine müsste ich ja springen können. Oh. Okay, also langsam wird es echt nicht mehr so einfach. Ich hoffe, da ist nicht noch eine. Nee. Was hat's hier? Pass auf. Wo du hintrittst. Ja, das motiviert sehr. Will ich da runter? Eigentlich nicht. Aber ich glaube, mir bleibt gar nichts anderes übrig. Ich bin gerade an den Slogs vorbei. Da geht riesig und rund ein Mondgesicht gleich vor mir auf. Meine Pfote ist sein Mund. Dann fall ich eine Klippe runter. Au. Mein Kopf ist blutig rot. Ich sehe nur noch so ein Gesicht, das sagt, ich wäre tot. Sagt, unser Land verändere sich, sei aus dem Gleichgewicht. Mein Schicksal sei es, den Rest zu retten, meint das Mondgesicht. Die Paramites und Scraps waren einst heilig. Bis Rapture Farms kam und sie zermalmte, gänzlich breiig. Sie wohnen in ihren Tempeln, da haben sie ihr Nest. Und ich musste mich ihnen stellen. Das ist nun mein erster Test. Okay. Moment, wurden wir jetzt wieder zum Leben erweckt von diesem Mondgesicht, was für mich eher wie ein Schamane oder so dergleichen aussah. Und offenbar, ja gut, ich meine, dass das Land nicht mehr im Gleichgewicht ist, das war ja auch schon zu sehen, ne? Also hier von wegen die Rapture Farm hier, die Macht an sich gerissen, die Lebewesen zu sicher nicht ganz so schmackhaften Burgern und dergleichen verarbeitet hat. Und ja, wir sollen wahrscheinlich, ja, mal davon abgesehen, dass wir unsere Freunde retten sollen, müssen wir wahrscheinlich auch die Vorherrschaft von Rapture Farm beenden. Und ja, die Lebewesen dieser Welt wieder vereinen quasi, damit sie sich nicht gegenseitig an die Gurgel springen, wortwörtlich. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, das werden wir auch machen. Allerdings, oder wir werden beginnen damit. Allerdings erst im nächsten Part. Ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich beim nächsten Mal wieder begleiten würdet, wenn es heißt Let's Play Apes Odyssey. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit, macht's gut. Ciao, ciao. Hallo.